Hi meine Lieben! Ja, wie man schon an der Überschrift erkennen kann, ich habe schon wieder gesündigt. Ich war nochmal bei Primark, jetzt vor Weihnachten. Und ich musste hier hin, weil ich zwei Blusen umtauschen musste. Einmal diese schwarze und einmal so eine ganz grelle blaue. Und die habe ich dann auch wieder gefunden, Gott sei Dank. Und ich wollte nur ganz kurz durch den Laden nochmal durch. Ja, und dann habe ich wieder Sachen gefunden. Oh, schlimm. Ich habe schon so eine Theorie, dass ich immer irgendwas einkaufe, was ich umtauschen muss, aus welchen Gründen auch immer, und dann beim Umtauschen noch irgendwas finde und dann wieder etwas habe, was ich beim nächsten Mal wieder umtauschen muss, und das geht dann so ewig weiter. Ich hoffe nicht, weil jetzt habe ich wieder Sachen gefunden, die ich nicht umtauschen muss, aber das wäre es jetzt gewesen, wenn ich immer so hin und her müsste, und wäre ich automatisch im Primark und komme nicht mehr aus diesem ganzen Trubel dann raus, immer mit umtauschen, wieder einkaufen und oh Gott, das wäre es jetzt echt. So, und jetzt zeige ich euch, was meine kleine Ausbeute ist. Arg viel ist es nicht geworden, aber ich wollte jetzt auch nicht so arg viel kaufen. Also ich habe ja erst, ne? Und dann fangen wir an mit zwei süßen kleinen Söckchen. Sehr, sehr niedlich. Die kosten 4 Euro und die sind so puschelig und ganz arg weich. Also innen auch so gefüttert, total flauschig. Und die gab es so in Grau und in Dunkelrot und Weiß und in noch einer Farbe. Aber die haben jetzt eigentlich so am besten gefallen. Und die gab es so in der Einheitsgröße, ich glaube 37 bis 41 oder sowas. Und das ist jetzt so ein Einheitsding. Aber sehr süß mit diesem Schneeflockenmuster, so Norweger, ja, Muster. Sehr, sehr süß, für 4 Euro auf jeden Fall top. Und die haben so kleine Noppen unten dran, hier so durchsichtige. Und das ist super, dann fliegt man nämlich nirgends hin, denn an sich wäre das nämlich viel zu glatt dann. Und ja, sehr, sehr goldig und ich liebe die, ich ziehe das da ganz oft an. Dann kommen wir zu was anderem, was auch noch sehr kuschelig ist. Und das ist so ein Pyjama. Das war so ein Set zusammen für 8 Euro und das ist hier das Oberteil. Das ist so wie Niki-Stoff so ein bisschen, aber auch noch dünn gehalten. Das heißt, man schwitzt auch nicht so arg drin und trotzdem hat man es warm. Und das ist einmal so ein rotes, langes Oberteil. Und hier vorne hat es so kleine Lebkuchenmännchen. Sehr, sehr süß. Also das hat mich eigentlich schon überzeugt, als ich das gesehen habe mit diesen kleinen süßen Männchen. Und dazu noch diese Hose hier. Die ist sehr, sehr weit, obwohl das S ist, sieht man, dass total fluffig und knuffig ist und hier total weit geschnitten. Und da sind eben solche Schneeflocken drauf, sehr, sehr süß. Und dieses Paket hat eben, wie gesagt, 8 Euro gekostet. Dann habe ich noch ganz schlichte schwarze Pullover und auch weiße gesucht. Und auch da bin ich fündig geworden. Und das ist einmal so ein schwarzer hier, der ist einfach nur schwarz und ein bisschen gröber gestrickt. Also so sieht man das vielleicht. Man muss auf jeden Fall was drunter ziehen. Und der hat jetzt nur 10 Euro gekostet. Und das gleiche Modell habe ich mir nochmal in Weiß geholt. Hier so ein Weißer, da sieht man das Muster, glaube ich, besser als drauf. Und hat ebenfalls 10 Euro gekostet. Und dann noch einen in Mintfarben. Davon komme ich auch nicht los, von den ganzen mintfarbenen Sachen. Und das ist eben so einer, sehr, sehr süß. Der ist ein bisschen dicker jetzt, wobei ich auch noch einen Top drunter anziehe, auch so mintfarben oder weiß. Und ja, der ist auch ein bisschen schwerer, der hat jetzt 16 Euro gekostet. Und dann habe ich mich noch in Schuhe verliebt. Oh mein Gott, die waren so schön und ich habe die vorher auch noch nicht entdeckt. Und die haben jetzt auch wieder ein bisschen umgeräumt, also die haben jetzt ganz viele Jeanshemden und so ein Zeug. Und daneben standen diese Schuhe hier, solche Boots, sehr, sehr süß, mit vielen Nieten drumherum. Also einmal wie so an dieser Naht, ganz viele kleine viereckige Nieten, fand ich sehr, sehr süß. Und diese Schuhe haben jetzt 22 Euro gekostet und die mussten einfach mit. Die passen einfach wunderbar und ich liebe die. Und da das so ähnlich wie so Leder ist, ist natürlich kein echtes für 22 Euro, passt das jetzt auch gut, wenn es schneit und regnet und dann sind die schön dicht und sehr perfekt. Und dann mit meiner roten Sohle noch drin vom letzten Video, diese Warmhaltesohle, sehr, sehr gut. Und dann ist das auch wirklich schön warm da drin. Ja, und das war's dann schon von meinem Primark Haul. Aber ich war jetzt auch noch auf dem Weihnachtsmarkt
Und da habe ich mir auch noch ein paar Sachen geholt und unter anderem auch dieses Ding hier. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Moment, ich zeige euch das mal so. Ist das nicht süß? Mit solchen Glöckchen dran und so. Die gab es bei mir auf dem Weihnachtsmarkt für, ich glaube, 3 Euro oder 4 Euro. Und ich fand die so süß. Ja, und die mussten einfach mit. Ja, und dann habe ich endlich für meinen Weihnachtsbaum eine passende Spitze gefunden. Und diese Spitze ist so, so schön, weil es eben eine Schneeflocke ist. Und schaut mal, wie die glänzt und glitzert. Absolut ein Traum. Und in die habe ich mich sofort verliebt und die musste natürlich mit auf mein Bäumchen. Dann habe ich mir verschiedene andere Sachen noch gekauft. Ich habe es gerade im Moment total mit Honig und so einem Zeug. Und ich habe mir an einem Stand ein Bio-Zimt in Honig gekauft. Das ist so ein selbstgemachtes Ding, eben mit Zimt. Und das schmeckt so lecker. Da gab es dann so einen Stand mit so Probierdingern vorne dran. Die hatte irgendwie 20, 30 verschiedene Sorten an Honig. Und da ist meine Wahl auf diesen Zimthonig eben gefallen. Und der ist so lecker. Ich könnte den gerade so löffeln. Yummy, yummy. War ein bisschen teurer. Also so ein 250 Gramm Glas hat jetzt 3,50 Euro gekostet. Aber das ist es wert, weil das ist einfach mal was ganz anderes. Dann komme ich natürlich nicht vorbei an diesen ganzen Ständen mit den Süßkram-Sachen. Und da habe ich mir gebrannte Mandeln geholt. Einmal mit Vanillegeschmack noch dazu und einmal noch mit Honig. Und die haben ja voll viel Sachen mit Kokos und Schokolade und was weiß ich alles. Und yummy yummy muss auch auf jeden Fall sein. Also ich bin ein absoluter Fan von gebrannten Mandeln. Und dann gibt es ja auch immer diese Gutzelstände, sage ich da mal dazu. Und die haben ja auch, ich weiß nicht, 200 verschiedene Gutzel, also irgendwie alles voll. Oder Bonbons, Gutzel. Ich weiß gar nicht, ob das jeder kennt als Wort. Und dann habe ich mir solche Honigbonbons gekauft. Einmal mit Milchhonig gefüllt, solche hier. Und einmal diese nur mit Honig gefüllt, genau. Die sind auch so lecker und davon kriege ich auch nicht genug. Und die kann man sonst nicht kaufen. Die gibt es irgendwie nur auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich so das Gefühl. Ja, das war es dann auch schon mehr oder weniger. Und, ich habe noch was anderes entdeckt. Aber die gab es jetzt nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Und das sind Macaroons. Mein Gott, es gibt endlich Macaroons in Deutschland. Wer hätte es gedacht? Denn vor Monaten, das war noch vor dem Sommer, habe ich mit einer Freundin alle möglichen Konditoreien und alles. Alles, was irgendwie aussah, als hätte Süßigkeiten, haben wir abgeklappert. Und es gab nichts in Karlsruhe und Umgebung, gar nichts. Und unsere ersten Macaroons haben wir dann wirklich in London erst gegessen. Am King's Cross Bahnhof gab es die dann. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Macaroons in so einer süßen Verpackung hier. Total niedlich. Und die gab es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie man das so kennt. Mit Erdbeere und in Gelb. Mit Zitrone, glaube ich, war das. Und in Grün mit Pistazie und Braun mit Schoki und sowas. Und die sind so einzeln verpackt. Nochmal extra. Sehr, sehr süß. Also man muss sagen, die schmecken nicht so gut wie die aus London. Die haben so zwischendurch so einen komischen Nachgeschmack. Und es fehlt denen auch dieses Harte und dann dieses fluffig-weiche. Und das ist bei denen einfach nur so hart. Also das ist nicht fluffig. Wobei die Creme eigentlich ganz lecker schmeckt in der Mitte. Die sind billiger als die in London, weil in London haben wir für 6 Stück, das war auch so ein Pack, 4,50 Pfund bezahlt und das sind so 6 Euro, also sprich für jeden 1 Euro. Und die haben jetzt 3,50 Euro, 49, irgend sowas, 45 gekostet und das ist natürlich ein bisschen billiger, aber die schmecken nicht so wie die Originalen. Wobei, das ist ja auch original, aber so frische gemachte sind, glaube ich, besser wie die hier. Und schade eigentlich. Ich habe gedacht, ich habe jetzt welche gefunden. Aber naja, mal sehen. Aufessen werde ich ihn auf jeden Fall. Und dann habe ich auch noch was Neues bei Edeka entdeckt. Naja, was heißt neu? Also ich habe schon mal danach gesucht, aber dann gab es die nicht. Und jetzt gab es die. Das sind diese Special Edition von Lindt. Diese Hello My Name Is. Und da gibt es ja diese 3 verschiedenen, ich weiß nicht, gibt es noch eine 4. Sorte. Und die haben ja immer so süße Sprüchlein.
Bei dem einen heißt es zum Beispiel: Hello, my name is Cookies and Cream. Nice to see you, to sweet you. I make your tummy yummy. Aber das hier schmeckt mehr so ganz normal, also da bin ich richtig enttäuscht gewesen. Das schmeckt so ein bisschen wie diese Oreo-Schokolade von Milka, aber nur ganz wenig. Also die Oreo schmeckt tausendmal besser. Und ja, ist einfach nicht so gerechtfertigt für diesen Hype. Naja, Hype, aber ja, also ich wollte unbedingt probieren wegen der Werbung und so, weil ich auch schon ein paar Sachen drüber gesehen und gelesen habe. Und das war es einfach irgendwie nicht. Dann gibt's die Hello, my name is Caramel Brownie. Nice to sweet you. Ich kann das nicht einmal gescheit aussprechen. Pleased to meet you. Und das ist so eine mit Karamell gefüllt. Und ja, sie ist einfach mit Karamell gefüllt. Also auch irgendwie nichts so Spezielles. Wobei da steht Caramel Brownie. Aber es war irgendwie bloß so Karamellsoße, so im Endeffekt. War auch nicht so der Bringer. Und die Hello, my name is Strawberry Cheesecake. Nice to sweet you. Jetzt kann ich's. Is it me you're looking for? Und das ist mit, ja, Erdbeer-Käsekuchen. Und die schmeckt ein bisschen wie Jogurette, finde ich. Wobei, es gibt dann eigentlich schon Jogurette. Also, dann braucht man nicht die. Schade, ich habe mir irgendwie mehr davon erhofft. Und war total so, ah, es gibt die endlich. Und dann musst du sie kaufen. Und ja, irgendwie habe ich echt mehr davon erwartet. Und dann habe ich mir noch Bonbons beim Netto gekauft. Ich weiß nicht, ob es die noch woanders gibt. Und das ist von Reuter. Die Marke kenne ich aber auch nicht. Bratapfelbonbons. Und einmal mit Glühwein. Oh, so lecker. Brauche ich auch derzeit, die ganze Zeit mit dieser Bratapfel. Sieht so lecker aus. Ja, das war so mein Primark Weihnachtsmarkt Food Haul Mix. Und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Und dann bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.